war es das. Guten Morgen. Du hast irgendeinen Beamten bestochen, damit mein Vater nicht für tot erklärt werden kann. Und warum sollte ich das tun? Ich persönlich würde es begrüßen, wenn du endlich dein Erbe antreten und dir ein Hotelzimmer leisten könntest. Es wird dir noch leid tun. Vor allem wird es dir nichts nützen. Ich werde die besten Anwälte darauf ansetzen. Und dann. Und wovon willst du die Anwälte bezahlen? Schönen Tag noch. So blöd aber auch. Da hast du Alexa schon dazu gebracht, ihren Vater für tot erklären zu lassen. Und dann das. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Irgendjemand hat seine Kontakte spielen lassen und dafür gesorgt, dass Alexas Antrag bis auf Weiteres nicht bearbeitet wird. Ja, und dieser jemand war Tristan. Ich musste der Familie nur einen kleinen Tipp geben. Der Rest hat sich ganz von selbst erledigt. Hallo? Ja, das bin ich. Rechtsmedizin. Früher oder später für tot erklärt, dann bekommt Alexa, was ihr zusteht. Und andere Menschen werden bekommen, was sie verdienen. Ja, früher oder später. Und bis dahin sind das alles nur leere Drohungen. Oder weißt du etwa, wo Vincent Bergs Leiche ist? Nein, natürlich nicht. Aber wie ich schon sagte, alles eine Frage der Zeit. Und bis dahin willst du dich mit Alexa rumärgern? Viel Spaß dabei. Wo sie doch so misstrauisch ist. Wundert dich das, nachdem du ihr diese romantischen Gefühle vorgespielt hast? Aber weißt du, das Gute ist, seitdem verstehen Alexa und ich uns großartig. Und ich glaube, sie hasst dich noch mehr, als ich es je getan habe. Aber bitte, das... Das muss eine Verwechslung sein. Wirklich die Leiche meines Vaters? Na, einsam und allein auf der Treppe? Hat Lisbeth dich jetzt doch aus deiner Suite geworfen? Lass mich einfach in Ruhe. Haben wir uns erkältet und kein Geld für den Arzt? Hey, wenn du irgendwas brauchst, wenn dir irgendwas fehlt, frag nicht mich. Moment, warte. Hier. Okay. Tut mir leid, ich wusste nicht, dass es dein Asthma ist. Okay. Ja. Jetzt verschwinde. Ey. Was ist denn passiert? Er ist tot. Mein Vater. Sie haben ihn gefunden. Dann gibt es keinen Zweifel. Gut. Wiederhören. Er ist es wirklich, oder? Sieht ganz so aus. Was hat der Rechtsmediziner noch gesagt? Die Leiche wurde in Holland angeschwemmt. Es war unmöglich, ihn anhand von Fotos zu identifizieren. Er war ziemlich lange im Wasser. Aber dann gibt's vielleicht doch Zweifel. Nein. Man hat die DNA mit Proben von vermissten Personen verglichen. Bei deinem Vater gab es Übereinstimmung. Ich muss ihn sehen. Ich muss ihn mit eigenen Augen sehen, sonst kann ich das nicht glauben. Wenn du willst, begleite ich dich. Warum solltest du das tun? Mein Vater hat die Frau erschossen, die du geliebt hast.
falls du überhaupt in der Lage bist, jemanden zu lieben. Vielleicht muss ich mich ja auch persönlich davon überzeugen. Vielleicht will ich ja auch damit abschließen. Warum sollte es mich interessieren, ob du mit irgendwas abschließen kannst? Weil ich der Einzige bin, der weiß, was in dir vorgeht. Sind Sie soweit? Bedauerlicherweise hinterlässt das Wasser bei Leichen aufgedunsener. Schon gut. DNA-Analyse. Wie sicher ist das? Es gibt verschiedene Verfahren zur Bestimmung der Identität. Die Zuverlässigkeit bei jedem dieser Verfahren liegt bei mehr als 99,99%. Glauben Sie mir, es ist Ihr Vater. Ich werde draußen warten. Wenn du willst, warte ich draußen, dann kannst du dich in Ruhe verabschieden, okay? Schon klar, dass du es hier nicht länger aushältst. Du hast ihn umgebracht. Alexa, das war ein Unfall. Unfall? Du solltest da liegen. Nicht er. Du hast ihn einfach erschossen! Du hast meinen Vater umgebracht! Warum hast du das getan? Warum? Warum hast du das getan? Warum? Hast du das gemacht? Versprich mir, dass dir nichts passiert.
Pass auf dich auf. Religiös. Dann dürfen Sie sich auf eine bessere Welt freuen. Nein! Wie ist es gelaufen? Konnten Sie Alexa Berg überzeugen? Konnte ich. Die Behörden machen auch keinen Ärger? Mhm. Sehr gut. Dann ist es ja nur noch eine Formalität, bis der Totenschein ausgestellt werden kann und die Kleine ihr Erbe erhält. So ist es. Ich hasse dich.